Was geht ab, liebe Leute? Heute ist der zweite Tag hier in Oschers Leben. Stimmt gar nicht, der dritte Tag. Ihr habt den ersten gesehen und hattet hoffentlich viel Spaß mit dem Video, das ich gemacht habe. Das Feedback war sehr cool und sehr positiv, hat mich natürlich gefreut. So, heute geht es natürlich um die Wurst. Heute müssen wir mal angreifen. Wir haben jetzt gleich Qualifying und danach das Rennen. Qualifying fahre ich heute nicht. Das fährt der Christa Jöns, von dem her habe ich es noch recht entspannt. Bin hier gerade in unserem LKW. Ihr seht schon, hat sich ein bisschen was getan zum letzten Mal. Hier haben sich schon ein paar Fahrer ausgebreitet. Dementsprechend schaut es hier auch aus wie die Sau. Liegt hier alles rum, damit ihr mal seht, wie gut Rennfahrer aufräumen hier. Ne? Klar, wir haben nicht so viel Platz, da muss man natürlich alles irgendwie hinschmeißen. Hier hat irgendjemand sein Helm nicht aufgeräumt. Keine Ahnung, wer das ist, kenne ich nicht. Und ja, jetzt geht dann gleich die Action los. Alle relativ aufgeregt. Gestern war natürlich echt schwierig im freien Training. Wir hatten sehr viel Regen, wir konnten kaum im Trockenen fahren. Ich habe 4 Runden im Trockenen gehabt, natürlich gar nicht das, was ich mir gewünscht habe, weil ich eigentlich noch ein paar Kilometer sehr gebrauchen könnte, zumal es jetzt heute alles trocken sein wird und morgen auch trocken, also wird hart für mich. Fühle mich einfach noch nicht so hundertprozentig wohl, aber da muss ich jetzt durch. Hoffentlich schafft der Chris jetzt noch ein gutes Quali. Qualifying liegt hinter uns. Wir sind auf der 8. Wir starten von der 8, aber es regnet gerade. Ich habe gelogen mit dem Wetter. Und ich zeige euch jetzt mal noch unsere Hospital. Da ist nämlich der Regen ist nicht so stark, da kann man ein bisschen reingehen. Schaut euch mal an hier so, der Eingang. Der Eingangsbereich ist alles aufgebaut. Gehen wir mal hier rein. Hier ist gerade auch richtig was los. Es sind schon ein paar Leute da. Hier, Marco Holzer hier. Was geht ab? Marion Flat, Manager, die sind alle hier am Start. Und Leute, die Ikone aus dem Videoblog, was geht? Der Marc, der world famous Marc ist auch da. So schaut das hier aus. Klar, natürlich nur vom Feinsten hier, Bentley, da gibt es dann was zu essen ein bisschen, schön was zu trinken, Kaffee, Espresso. Und hinter mir da, das ist so ja, unser Besprechungs-LKW. Schauen wir mal kurz rein hier. So. Hier ist so ein bisschen, keine Ahnung, was das hier ist. Dann geht es die Treppen hoch. Und das ist dann so der Bereich für uns Fahrer und für die Ingenieure, so zum Abhängen oder zum whatever was machen. So, hier. Chris, der hockt hier, schaut in sein Handy. Der ungesprächigste Mensch auf der Welt, Chris der Jöns. Hallo, herzlich willkommen. Nein, er ist gut gefahren, er hat schön Gas gegeben. Hat uns den 8. Platz rausgeholt. Also da geht schon noch was. So, hier kann man also die Tür aufmachen. Ihr seht schon, gerade noch ein bisschen gereinigt. Also da sitzen wir dann alle. Immer so nach den Sessions hocken wir dann hier. Die ganzen Ingenieure, die ganzen Fahrer. Und dann beschweren wir uns und sagen, die Kiste geht nicht. Oder sagen, die geht super. Oder was auch immer. Also das hier ist so ein bisschen unser Eigenheim. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht nur noch auf die Schnauze fall. Riesigen Außenbereich gibt es auch noch. Auf der anderen Seite. So, zeigen wir mal. Gehen wir mal noch da raus. Hier. Das ist der wunderbare Außenbereich, aber wir sind ja in Oschersleben bei 12 Grad und Regen. Deswegen ist hier keiner. Da kann man hier ganz alleine rumstehen hier. Aber ist auf jeden Fall sehr cool. So, jetzt geht's dann auf den Grid. Wir üben jetzt noch ein bisschen Boxenstopps. Klar, Fahrerwechsel, da müssen wir noch ein bisschen üben. Und dann werde ich auf jeden Fall versuchen, noch ein paar Fahrerstimmen auf dem Grid für euch zu holen, dass ihr noch ein bisschen Einblicke bekommt. Ja, natürlich! So, ein kleiner Fan kommt auch noch hier. Hallo! Ich habe nämlich noch da hier noch das Auto dabei. Ich war der, was dir auf Facebook, wo ich dachte, sehr geil. So, hier kommt gerade jemand. Darf ich das filmen? Weil ich kein Problem. Hier hat gerade jemand ein sehr geiles Auto, schau mal her. Sieht man das? Ja. Der Rebellion hier. Der wunderschöne Cola-Dosen-Rebellion. Unterschreibt man den mal, legt man das mal schnell weg hier. Ja, prima. Vielen Dank, viel Erfolg dann. Wir wollen nicht aufs Video, aber wir wollen was fragen. Ja, wir wollen nicht aufs Video. Machen wir mal schnell das Video aus hier. Das ist kein Selfie, das ist kein Selfie. Da kannst du reingucken. So, filmst jetzt schon. Ja, du filmst jetzt schon, oder? Alle Fans und Haters kannst jetzt eine Message rauslassen. Haters, was? Haters. Die Haters? Ich hab keine Haters, ich hab nur Lovers. So, wir gehen jetzt wieder auf den Grid zum Rennen. Der Martin ist schon genauso motiviert wie ich. Der hat auch genauso viel Training gehabt wie ich. Ganze 5 Runden hast du gesagt. 5 Runden. 5 Runden. Er startet uns nicht ab. Er startet von 9 und wir starten von 8, also vielleicht sehen wir uns später noch.
ne? Das sehen wir uns später. Schauen wir mal. So, was ist da jetzt? Der Martin ist schon heiß. Der will es auf jeden Fall wissen. Ich hoffe, wir treffen uns nicht wirklich im Rennen hier. Nicht, dass da noch was abgeht. Der Jöns startet jetzt hier, der ist schon im Auto. Klar, ihr wisst ja, welches das schönste Auto auf dem Grid ist. You were already in my first video. Do you want to send us a message again? You're getting famous now. I like it. So, jetzt schauen wir mal weiter auf dem Grid hier. Gehen wir mal weiter. Hier, der erste Land-Audi. Aber wir gehen jetzt mal zu dem, der ganz vorne steht, nämlich zu meinem Kumpel Christopher Mies, beziehungsweise sein Teamkollege hat das Ding auf Pole gestellt. Wir werden jetzt hier nochmal an einem Bentley vorbeilaufen. Fabian Hambrecht auf der 4. So, ich sehe ihn schon, den Herr Mies. Den Herr Miesi. Schau, ob er nervös ist. Sprechen wir mal an. Miesi? Hey, man sieht sich ja richtig. Geil. Geil, oder? Hä? Was geht's? Geht. Willst du was sagen vom Rennen? Bist du nervös? Ja, total. Natürlich. Du weißt ja, wenn es schwarz ist. Ich hoffe ja, dass wir beide uns begegnen auf der Strecke. Das wäre mein Dream, der heute wahr wird. Aber ich glaube, das wird schwer für euch. Gewinnst du heute? Ja, denke schon. Der Miesi soll heute gewinnen. Wir müssen das verhindern. Ein paar Punkte sammeln. Ein paar Punkte sammeln. Schöne Kiste hier. Der Audi ist zu schnell. Ja, müssen wir mal den Herr Bob. Hier, müsst ihr mal den rechten Fuß da unten drücken. Wer ist denn der Bob? Der Herr Bob? Dr. Bob? Der Dr. Bob müssen wir mal anrufen und sagen. Muss man was an der Bob noch ändern hier? Da geht nichts. Ne, die sind gut drauf. Auf jeden Fall hier Favoritenauto. Muss man leider so sagen hier. Connor, you wanna say hi? You're live on YouTube. Daniel App YouTube channel. Poll setter. Like, comment, poll share. He's straight out of LA. And subscribe. Ja, er ist auf jeden Fall gut drauf hier. Der war richtig schnell im Qualifying. Ist auf jeden Fall der Mann, den es zu schlagen gilt. So, keine Ahnung. Nein, wir sind nicht live. Keine Sorge. Aber es kommt noch rauf. Es kommt schon noch rein. Schatz, du bist ja gar nicht im Wellness-Hotel, wo du gesagt hast. Bist ich ja gerade im Fernsehen. Die Schwitzer, ne? Das ist jetzt. Das ist live im Fernsehen. Ja. Ja. Das ist heißt schon vorsichtig. Der Lorenz. Daniel, hast du abgenommen? Bist du nicht viel abnehmen für die Formel E? Nein. Du bist dünn geworden. Hallo. Das ist ein Jahr her. Hat sich auch verkleinern lassen. Ich hab schon, ja? Ja, ich hab sie immer viel größer in Erinnerung. Ja? Klaus Ludwig, Rennfahrerin. Ich sag, ich hab abgenommen. Hab ich abgenommen? Sie ist verdammt. Verdammt sexy. Also, wir müssen jetzt schon wieder vom Grid runter. Leider gar nicht so viel Zeit. Der Jöns, der verpisst sich hier gerade. Ich wollte ihn eigentlich noch vor die Linse holen. Hab ihn gerade schon noch vor der Linse gehabt. Und den fangen wir jetzt noch schnell ab. Der will bestimmt aufs Klo gehen. Okay. Den holen wir uns jetzt noch. Der Jöns ist nämlich einer. Es muss noch ein bisschen rennen. Der geht immer so 3 Minuten vom Rennen nochmal zum Pinkeln. Und dann sucht ihn jeder und keiner weiß, wo er ist. Jönsi! Gehst nochmal pinkeln jetzt. Nochmal kurz was trinken. Ach, was trinken noch? Ein Erfrischungsgetränk. Ja. Noch kurzen Weizen. Ja, das sind gute Dinge, oder? Jetzt geht was ab. Junge, jetzt geht was ab hier. Ja, wir haben jetzt super Unterstützung hier. Unser Langstreckenkollegen, der Marco Holz, ist auch da. Ja, den haben wir auch schon vor der Linse hier, den alten Styler. Ha? Willst du auch noch was sagen? Grüßt euch. Was geht? Ja, also jetzt kommt das Rennen. Jetzt müssen wir mal ausmachen, mal ein bisschen konzentrieren. Drückt uns die Daumen, keine Ahnung, wie es ausgeht. Jöns rennt schon wieder hier, sein Erfrischungsgetränk holen. Jetzt werden wir auf jeden Fall Gas geben hier. Die Szene ist fix im Video, Alter. Auf keinen Fall. So wieder die Gas. Der Uni zeigt dich an. Krass, ich habe gar nicht meine Zustimmung. Also Leute, ihr kennt meinen YouTube-Channel, www.youtube, was auch immer. Schreibt es in die Kommentare, sagt, wie es war und gebt mir einen Daumen nach oben. Yeah, ciao! Das kommt fix rein. Das kommt fix rein, Alter. So, Freunde, das erste Rennen liegt hinter uns. War sehr bescheiden, würde ich mal sagen. Oder, Jönsi? Was sagst du? Wie war's? Gab schon bessere Rennen. Nein, also, wir müssen ja ehrlich sein. Jöns war ziemlich gut unterwegs. Rolex auf P10, oder? Ja, Start war ein bisschen schwierig, aber war ganz gut dabei, aber dann kam der Opa und dann ging es nach hinten, ey. Was ist los? Du musst das Bier verstecken, oder was? Dann ging es nach hinten. Nee, war nicht so der Burner, aber wie gesagt, wir müssen einfach noch ein bisschen lernen, müssen noch ein bisschen was tun, noch ein bisschen weiterarbeiten, aber wir haben natürlich auch die Erfolgsmenschen um uns. Ja. Hey! Oh, hallo! Heute Abend zu Gast, Starfahrer Christopher Mies. Ja, geil. Endlich mal ein Star am Tisch. Mhm. Christopher Mies, der heute Zweiter wurde. Jetzt müssen wir so Applaus einblenden. Ne? So.
Ja, also er kann auf jeden Fall, er ist sehr gut darin, sich selbst zu feiern. Das kann er am besten. Davon kommen auch die grauen Haare. Ey. Nein, also ja, war nicht so der Burner heute, wie gesagt. Aber Wayne, morgen geht's weiter. Morgen muss ich Qualifying fahren, mal schauen, was geht. Morgen habe ich nicht so viel Zeit auf dem Grid zu filmen, deswegen, weil da muss man ja im Auto sitzen. Vielleicht gehen wir dem Mies, aber der muss auch fahren. Gehen wir dem Jöns die Kamera. Ich bin jetzt schon wieder zu Hause nach einem sehr anstrengenden, langen Wochenende. Am Sonntag ging es leider nicht zu filmen auf dem Grid, das habe ich ja schon gesagt. Und nach dem Rennen war ich dann auch einfach zu kaputt im Auto. Deswegen jetzt hier der Abschluss. Ja, war ein sehr lehrreiches Wochenende. Natürlich hätten wir uns mehr erwünscht, keine Punkte geholt. Aber trotzdem irgendwo auch viel gelernt. Es war klar, dass es schwer wird für mich am Anfang im GT-Sport. Habe ich mir auch keine Illusionen gemacht. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Möchte an der Stelle mich auch ganz, ganz fett bei euch bedanken. Zum einen natürlich auf das viele positive Feedback vom ersten Video. Aber auch, was mich extrem gefreut hat, dass vor Ort einige von euch zu mir gekommen sind und mich auf die Videos angesprochen haben. Also das zeigt irgendwie schon, dass euch das gefällt und dass das auch langsam ja, Früchte trägt. Und wir so eine kleine, schöne, wachsende Community sind und mir macht sehr viel Spaß. Hoffe, ihr habt weiterhin auch viel Spaß. Nur ein kurzes Update oder Info, wie es jetzt weitergeht. Ich bin relativ viel unterwegs im Moment. Es geht am Mittwoch schon weiter nach Paris zum Formel-E-Rennen. Deswegen werdet ihr in der kommenden Zeit vermehrt Vlogs von mir sehen. Hoffe, die kleine Überdosis tut nicht weh und ihr könnt damit leben. Sobald ich dazu komme und das Wetter passt, werde ich euch noch ein Video zu meinem Auto machen, meinem Audi TTS. Das steht auf jeden Fall noch in der Pipeline und ansonsten natürlich geben wir weiter Gas. Wie gesagt, danke für euren Support. Wenn ihr Bock habt, Daumen hoch geben zum Video, wie immer, Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben unsere LKWs hier aufgestellt, sind auch nagelneu. Autos sind schon ausgeladen, alles schon gecheckt, aber jetzt will ich natürlich mal den Helm zeigen. Ich bin sehr stolz, mir gefällt das sehr gut.